Also es gibt diese zwei Arten von Aggression. Einmal das instrumentelle, kalte Aggressionsverhalten, wo Gewalt als Mittel zum Zweck eingesetzt wird oder auch aggressives Verhalten als Mittel zum Zweck eingesetzt wird, um zum Beispiel an Ressourcen zu kommen oder Territorien zu erlangen, Fortpflanzungspartner zu erlangen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Hunden und Menschen. Das machen Hunde genauso wie Menschen auch. Bei Menschen nennt man es einen Raubüberfall. Und dann gibt es die heiße Aggression, die reaktiv-instrumentelle Aggression, die dann von Wut begleitet ist, die eher als Reaktion auf eine Bedrohung oder als eine Provokation gezeigt wird. Und auch das können Hunde und auch das können Menschen. Und das eine kann auch leicht in das andere kippen. Also von kalter Aggression meistens in die heiße Aggression. Umgekehrt ist es deutlich seltener.